Damit, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren AU-Kampf, den dritten und letzten mit diesem Team. Wer die letzten beiden nicht gesehen hat, die letzten beiden Kämpfe, sollte sich die angucken, denn ich werde jetzt nicht nochmal über das Team rübergehen. Und die beiden Kämpfe waren nicht schlecht. Heute spielen wir gegen den lieben Noah, aka Sanian, @nosanian auf Twitter, auch bekannt als Sanian YT. Ich nehme an, das bedeutet, er hat einen YouTube-Kanal. Falls dem so ist, dann schaut auf jeden Fall vorbei, da kommt dann in die Videobeschreibung. Wenn ich dran denke, was ich sowieso nicht tun werde, seien wir ehrlich. Aber fangen wir einfach direkt an mit dem Kampf, denn wir haben ihn gerade eben schon angefangen. Er hat ein NU-Team dabei, weil ich doof bin und auf Twitter das Falsche geschrieben habe. Jedenfalls hat er Capoeira. Capoeira, er hat... Ich glaube, das ist Bestbild. Tobuz war das Blaue und was immer das Gelbe war, weiß ich nicht mehr. Dann hat er Tangolos. Oh, Tangolos! Oh, das ist ja mein Lieblings-Pokémon! Dann hat er... Oh, wie heißt der Dino noch? Dass ich das jetzt nicht weiß, ne? Das ist traurig, weil das eins von meinen Lieblings-Pokémon aus der 6. Gen ist. Auf jeden Fall hat er noch ein Electros. Electros. Und Glaciola. Ich komme da echt nicht drauf, wie der komische Dino heißt. Wir werden aber... Was hat er für Schwächen? Er hat zwei Kampfschwächen, zwei Stahlschwächen, eine Psychoschwäche, zwei Eisschwächen, eine Unlicht, zwei Flug, wobei wir Flug nicht nutzen können. Wir liegen einfach mit Poltergeist. Er hat nichts, was gegen Elektroattacken immun ist. Das bedeutet, wir haben quasi einen Free World Switch. Und den werden wir auch nutzen. Den werden wir auch nutzen. Gegen Noah. Oh, ich wollte gerade den Ton von meinem 3DS anmachen, dann hättet ihr den auch gehört, hä? Huh? Boah, ich könnte einfach. Pass auf, ich bin jetzt mal. Eigentlich wollte ich mich Musik hören mit meinen Kopfhörern, aber irgendwie, keine Ahnung, mag Spotify mich heute nicht. Ha! So, er lädt mit Electros. Er könnte gescarft sein und uns mit dem Flammenwurf ziemlich böse Schaden machen. Oder er geht selber auf den Voltwechsel. Er könnte auch Gigasauger darauf haben. Das ist ein bisschen ein Problem an Electros. Man weiß nie wirklich, was das Ding machen will. Ich würde ihn gerne tricken eigentlich. Aber dann würde ich ihm... Dann würde ich ihm die Dingens geben. Ich gehe einfach mal auf den Blättersturm. Nicht der beste Move, aber... Ich mache einfach mal... Okay, wir sind schneller, das ist schon mal gut zu wissen. Und... Fast ein One-Hit. Aber leider nur fast. Er ist ein physisches mit dem Abschlag, okay. Nimmt uns damit in das Wahlglas. Und stirbt am Leben ob. Schade, ich hätte lieber Voltwechsel gemacht nächste Runde. Okay, aber das bedeutet, dass Elektro schon mal raus ist. Monagoras hieß das Viech. Jetzt fällt es mir ein. Damit stehen wir schon mal 6 zu 5. Das ist ein guter Anfang. Das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Lebenorb. Ich bin eigentlich kein großer Fan von dem Lebenorb Electros, muss ich sagen. Ich würde es entweder choisen mit einem Scarf oder einem Specs. Vermutlich eher sogar ein Scarf. Wobei das, glaube ich, so langsam ist, dass es keinen großen Unterschied macht. Oder die Assault Vest Variante, damit das auch was aushält. So überlegt er natürlich, was mache ich? Er schickt Glaceon rein. Und zu diesem Zeitpunkt hätte ich kein Problem damit, Poltergeist zu opfern. Ich gehe trotzdem mal auf den Voltwechsel. Ja, okay. Ich glaube nicht mal, dass er gescarft ist. Ich glaube, Glaceon ist einfach von Natur aus schneller als wir. Bin ich mir ziemlich sicher. Glaceon. Was hast du für ein Base Speed? OBS mag das nicht, weil ich nebenbei noch was anderes mache. Dann stirbt meine Webcam wieder. Es ist sogar langsamer. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich gescarft. Aber wenn es gescarft ist, dann bedeutet das, dass wir Jared ziemlich sicher reinschicken und uns boosten können. Doch, das dürfte gehen. Sollten wir einfach angewöhnen, nebenbei sowas beim Handy zu checken, glaube ich. Können wir uns hier jetzt mit dem Clown-Wetzer einmal boosten? Denn solange er uns nicht freest, sollte ein Eisstrahl ihm nicht viel bringen. Hat er anscheinend auch realisiert. Und schickt dafür Hitmontop rein.
Ah, mit dem Bedroher, ne? Ja. Nein, wir sind jetzt wieder neutral vom Angriff her. Ich muss nicht einmal was nachgucken. Shit. Handy! So, und ich möchte nicht, dass meine Webcam da wieder stirbt. Hitman Top, ich möchte einmal gucken, was das Ding für eine Defensive hat. Ob es sich lohnt, da noch drinnen zu bleiben. Frage ist, was könnte er uns anhaben? Ich möchte Jared gerne behalten, wenn ich ehrlich bin. Schicken einfach Adam rein. Ich möchte Jared behalten. Er hat zwei Pokémon, die schwach sind gegen Käfer. Zwei sogar, die schwach sind gegen Stahl. Das heißt, wenn ein Pokémon unsere Win-Condition ist, dann Jared. Er landet einen Crit mit dem Mogelhieb. Der hat natürlich sehr gemattert, das muss er zugeben. Adam. So, und angesichts dessen, was er im Team hat, gehe ich an dieser Stelle aufs Toxie. Vergiss mal, dass ich keinen Eisstrahl auf dem Ding spiele. Ich glaube, ich werde Erdkräfte durch Eisstrahle setzen. Eisstrahle scheint mir besser gegen das meiste, was so im Ayu rumläuft. Er schickt hier jetzt Tangrowth rein, das war zu erwarten. Das war durchaus... Und natürlich geht das Toxin daneben. Natürlich geht das Toxin daneben, wenn er seine Wall reinschickt. Gut, Romanov. Schicken wir Romanov rein. Unser Gift-Pokémon sollte da was machen können. Wenn er jetzt auf Schlafpuder geht, er wird entweder auf Schlafpuder gehen, auf ein Toxin, vielleicht auch Egelsamen oder auf Abschlag. Abschlag ist aber okay. Denn... Wir können jetzt hier selber entweder auf den Abschlag gehen oder wir gehen direkt auf den Gift-Hieb. Ich gehe mal davon aus, dass er Capoeira reinschickt. Und gehe deshalb hier auf Abschlag. Ich würde auch auswechseln und einfach Lashoking reinschicken. Aber das Problem ist, wenn er jetzt nicht auswechselt, sondern auf den Schlafpuder geht, dann hätte ich ein schlafendes Lashoking und darauf habe ich nicht so viel Lust. Deswegen gehe ich hier auf Abschlag. Ist relativ sicher. Selbst wenn wir jetzt einpennen, ist es kein großes Problem. So, und er überlegt jetzt wahrscheinlich auch, was mache ich? Predikte ich was? Predikte ich sein Capoeira-Switch in? Und gehe deswegen in Lashoking und er geht dann auf den Abschlag oder auf eine Pflanzenattacke. Das Ding kann aber schon Schlaffuder erlernen, oder Tangrowth? Ich bin nicht doof. Ich meine, ich bin doof, aber nicht so doof, glaube ich. Ich sehe gerade, dass meine Haare wieder furchtbar aussehen, so wie immer. Na, was machst du? Bitte mach was, ich hab Angst, dass die Verbindung abbricht. Unsere Win-Condition ist definitiv Jared. Das Ding hat einfach Angriffe, um 4 von seinen Pokémon sehr effektiv zu treffen. Alles bis auf Capoeira wird von dem Ding sehr effektiv getroffen. Er wechselt hier aus, das ist gut. Denn er geht in Capoeira. Da hätte ich dann eigentlich auch in Rasaf gehen können. Aber Rasaf kann nicht viel gegen das Ding machen. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall zu sehen, was für ein Item er trägt. Und zwar die Offensivweste. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Denn vielleicht prediktiert er das und wechselt jetzt direkt wieder aus in Tangrowth. Wenn ja, dann not bad. Aber wir werden jetzt in Adam wechseln. Denn... Ich überlege gerade, Rasaf wird auch noch ziemlich wichtig. Gescarftes Rasaf mit Nahkampf kann seinem Team gut Schaden machen. Gegen Glaciola, Monagoras habe ich Nahkampf. Gegen Tangolos habe ich Ice Heap. Und gegen Vesprit habe ich theoretisch den U-Turn. Wobei U-Turn natürlich nicht.
Jutta benutzt man selten zum Killen, zumindest auf einem Rasaf, aber es ist sehr effektiver Schaden. So, wir werden jetzt aber wieder an Adam rausgehen, denn es macht einfach am meisten Sinn. Selbst falls er das jetzt predikten sollte, dann ist es eben so, wir werden trotzdem aufs Toxin gehen, denn nichts von ihm kann sein Toxin kann ein Toxin abfangen. Geht aufs Erdbeben. Das sogar... Das Ding crittet schon wieder. Der crittet es einfach schon wieder. So, wir werden jetzt drinnen bleiben und einfach aufs Toxin gehen. Denn ja, wir haben nicht wirklich einen Grund, das nicht zu tun. Er kann uns mit dem Ding nicht ausnocken, selbst mit noch einem Erdbeben-Crit. Das heißt, er muss jetzt ein Pokémon aussuchen, das vergiftet wird. Außer natürlich, wir missen wieder unser Toxin, was natürlich durchaus passieren kann. Ich wollte gerade googeln, wie schnell Tangrowth ist, ob ich das Ding outspeede mit Adam, aber selbst wenn, würde mir Genesung nicht viel bringen. Denn eventuell, wenn es kein Gigasauger ist von ihm, wobei ich nicht wüsste, warum er keinen Gigasauger haben sollte, sondern, wie heißt die Pflanzenattacke? Ah, ich komme nicht drauf, aber diese sehr effektive Pflanzenattacke halt, die physische, dann könnten wir vielleicht einen überleben, aber warum riskieren? Das wäre keine gute Idee. Na los, was willst du? Was machst du? Du musst ein Pokémon aussuchen, das vergiftet wird. Du hast keine Wahl. Du hast die Qual der keinen Wahl. Er gibt wieder einen Tangrowth. Und wir benutzen Toxin. Wir treffen sogar. Dankeschön, das ist sehr lieb von dir. Tangrowth Gegner wurde schwer vergiftet. So, und jetzt natürlich die Frage, wer macht was? Ich habe nicht wirklich einen besseren Switchen als Romanov. So traurig das eigentlich auch ist, aber ich habe nicht wirklich einen besseren Switchen dagegen. Er kann mir nicht viel Schaden machen, egal mit einer Pflanzenattacke oder einem Abschlag, höchstens mit einem Erdbeben. Aber ich glaube nicht, dass man das Ding mit Erdbeben spielt. Deswegen habe ich davon nicht allzu viel Angst. Wie Adam einfach den Kopf so hin und her dreht. Achso, und ja, jemand hat den Namen schon erraten von Adam, der kommt aus Bioshock, von den Seeschnecken. Ich finde, das ist ein toller Spitzname. Mir fällt jetzt erst auf, dass das Ding irgendwie drei Augen hat. Das ist ein bisschen gruselig. Wir wechseln aus. Wenn er jetzt auch auswechselt, wissen wir auf jeden Fall, dass wir schneller sind. Er geht auf den Gigasauger, okay. Der uns sogar... Reicht das mit noch einem Hit? Ich glaube sogar, das reicht. Der nächste Hit könnte uns ausnocken. So, ich bin jetzt aber mal so mutig und predikte seinen Switch in Capoeira und wechsle in Peaches. Bitte geh nicht noch einen Gigasauger. Tu mir den Gefallen und wechsel aus. Gefangene Pokémon 66. Wir haben 66 KP. Haha. Welch ein amüsanter Zufall das doch ist. Wo habe ich eigentlich Rage Hulk stehen? Ist er da hinten? Ja gut, Rage Hulk steht da hinten. Könnt ihr Rage Hulk sehen? Da, so, da. Das ist so doof. Da, Rage Hulk. Er geht nochmal auf den Gigasauger. Ah, verdammt. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Wieso macht das Ding auch so viel Schaden, ey? Holy shit. Ja, fuck it. Nahkampf. Jetzt wechselt er natürlich aus. Will er mich verarschen? Oh, okay. Ja. Mach ruhig. Ist in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Plus 2 Angriff. Also plus 1 jetzt, aber. Grip Hitman Top. Da, Capoeira. So, er kann jetzt eigentlich nur Vesprit reinschicken. Wobei Tangolas eigentlich einen Angriff überleben dürfte. Aber da wir gescarft sind,
Was er vielleicht nicht weiß. Eventuell weiß er nicht, dass wir gechoiced sind. Aber Vesprit wäre hier die beste Option. Ich werde doch einfach weiter auf den Nahkampf gehen. Ich sehe keinen Grund, jetzt noch auszuwechseln. Wobei eigentlich schon. Eigentlich würde ich Razav gerne für Glaciola und Monagoras behalten. Ich glaube ganz ehrlich, das Pokémon, auf das ich am meisten verzichten kann, ist Lashoking. Verzichten kann, ist Lashoking. Denn... Wenn ich mir das so angucke, er schickt Tangrowth rein, okay. Ein plus 1 Nahkampf wird nicht genug Schaden an einem Tangrowth machen. Ich opfer Adam. Ich opfer Adam. Adam bringt mir gerade überhaupt nichts. Denn... Gegen was... Für was soll ich Adam noch behalten? Ich brauch's nicht gegen Vesprit. Und für Glaciola und Monagoras habe ich Razav. Und Razav kann beide mit einem Nahkampf one-shotten. Wir sind definitiv schneller. Wir wissen, dass Glaciola gescarft ist. Glaube ich. Ja, wir sind trotzdem schneller. Und Monagoras... Solange es nicht gescarft ist, werden wir es definitiv outspeeden. Das heißt, ich schicke hier jetzt... Ich könnte jetzt Elisabeth reinschicken und mit dem Eisstrahl angreifen. Das mache ich. Ich schicke Elisabeth rein und greife auf den Eisstrahl zurück. Denn er wird uns nicht mit dem Gigasauger one-shotten, es sei denn, er kriegt Crit. Und ein Eisstrahl wird ihm definitiv eine Menge Schaden machen. Eisstrahl oder Flammenwurf? Wobei Glaciola uns nicht viel anhaben kann. Monagoras wäre gefährlicher, falls er einen Flammenwurf prediktet und den damit abfangen will. Dass wenn er das jetzt prediktet und Glaciola geht, können wir dann auf den Flammenwurf zurückgreifen. Denn der Flammenwurf dürfte ihn dann rausnehmen. Wobei Glaciola, glaube ich, eine ganz gute Special Death hat. 95 um den Dreh? 90, 95 oder so? Aber es ist definitiv ein spezialoffensives Mon und da dürften wir es locker abhalten. Er outspeedet uns, aber ich wollte gerade sagen, das dürfen wir uns nicht rausnehmen. Wir dürfen ihn jetzt zwar auch nicht killen können, aber was wir machen können, ist mit dem Eisstrahl angreifen. So, opfern wir jetzt... Wir könnten es jetzt opfern. Und ihn dann rausforcen. Ich wünschte, ich hätte darauf geachtet, wie viel Schaden er an Romanov gemacht hat. Elisabeth ist aber halt auch noch echt gut gegen sein Team, ne? Wir schicken Romanov rein. Vielleicht überleben wir einen Gigasauger. Wenn wir keinen Gigasauger überleben, ist Pech gehabt. Aber... Na, kriegen wir einen Minroll? Oh, 3 KP. Oh, delicious 3 KP. So, du musst jetzt auswechseln, wenn du das Ding behalten willst. Du musst jetzt auswechseln. Das ist, wir gehen einfach auf den Abschlag. Wenn er das Ding behalten will, muss er auswechseln. Falls nicht, Abschlag dürfte killen. Und falls nicht der Abschlag, dann das Toxin. So, ihm ist halt das Ding hat Regenerator als Fähigkeit, so wie Lashoking. Aber ich glaube, sollten wir nochmal auf dem Lashoking gegen Tangulos-Match rauskommen, gewinnen wir das. Denn wir dürfen noch einen Gigasauger überleben nach der Fähigkeit. Also nachdem wir uns beide geheilt haben und dann dürfte den Eisstrahl ihn definitiv rausnehmen. Ein gutes Match, muss ich sagen. Dauert ein bisschen länger als mir lieb ist, wenn ich ehrlich bin, aber hey, überlegt seine. Denkt länger über seine Moves nach, das ist völlig in Ordnung. Ich möchte niemanden hetzen. Denn seien wir ehrlich, ich hätte mehr Matches gewonnen, würde ich länger über meine Moves nachdenken. Ich sitze oft genug da und denke mir, shit, hätte ich jetzt den Move gemacht, hätte ich gewonnen. Er schickt Glaceon rein, okay. Wir wissen, Glaceon ist gescarft. Und ja.
outspeedet es uns das jetzt, und uns das jetzt immer noch? Keine Ahnung, wir gehen auf den Gift Heap. Reicht er aus? Nein. Er greift mit dem Spukball an, okay. Ein Volltreffer, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein Volltreffer. So. Wir werden jetzt Jared reinschicken. Wir werden jetzt Jared reinschicken. Er kann uns nicht mehr. Er kann uns nicht mehr mit Bedroher scaren. Wir können es mit dem Clownwärzer boosten. Und dann mit ein bisschen Glück sweepen. Es könnte sein, dass Monagoras den Fokus-Score trägt. Das wäre dann durchaus ein Problem. Aber selbst dann würden wir den Fokus-Score brechen. Er bleibt drinnen. Du kannst doch nicht wirklich was gegen mich machen, oder? Du kannst auf Eisstrahl gehen und versuchen, mich zu freezen, aber... Das war's dann auch. Oh Gott, ich dachte gerade, er freest. Oh, ich hatte gerade schon ein bisschen Panik. Ja, wir gehen einfach auf den Eisenschädel. Denn wir outspeeden ihn, wie wir gerade gesehen haben, mit dem Clownwetzer. Und damit geht Glaziola down. RIP Glaziola. Nehmen Schaden durch den Leben auf, aber das ist völlig okay. So, solange er keinen anderen Scarfer dabei hat, dürfte uns nichts mehr outspeeden. Bitte schick Tangulos rein, einfach damit ich das Ding loswerde. Tangulos ist nämlich schon so ein bisschen nervig. Hat ein bisschen was von Milotic von der Nervigkeit her. Milotic ist auch so ein Pokémon, das ich hasse. Ich hasse es einfach wie die Pest. Alle diese bulky, lol, du kriegst mich niemals tot, XD. Mons sind einfach furchtbar. Außer ich spiele sie, weil ich bin zu kacke, um mit denen umzugehen. Außer mit Lashoking. Lashoking hat mich durch die GPL schon sehr beeindruckt. So, was machst du? Wen schickst du rein? Kann natürlich sein, dass er jetzt erstmal Speed checkt. Das ist völlig okay. Ich hoffe einfach, dass er keinen anderen Scarfer dabei hat. Ich weiß nicht, ob er das war, der gefragt hat. Aber irgendjemand hat gefragt, ob ich mit Item Claws spiele. Und ich habe nee gesagt. Ich persönlich halte mich an die Item Claws. Denn auch wenn ich sie manchmal ein bisschen sehr nervig finde, habe ich gelernt, darum rumzuarbeiten. Hat mich sogar dazu gezwungen, ein bisschen kreativer zu werden. Ich habe, glaube ich, auch vor der Item Claws nie... so gut wie nie mit Bären gearbeitet. Egal ob Citrusberry, Brunusbeere. Habe ich nie wirklich benutzt, aber seitdem ich dann durch die GPL in die Item Claws geforst wurde, musste ich halt schon ein bisschen kreativer werden. Auch Energiekraut. Habe ich ein paar sehr interessante Sets mitgebaut. Die meisten, einige von euch kennen vielleicht mein Drift Zeppeli Set mit Phantomkraft. Er schickt Mesprit rein. Wir gehen auf die Kreuzschere natürlich. Und hoffen einfach, dass er uns nicht outspeedet, denn das wäre jetzt sehr, sehr traurig. Die Indias rutschen gerne raus, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Zugeben, es sind 5 Euro Indias von Mediamarkt, aber pfff. Wir outspeeden, Kreuzschere connected und nehmt ihn raus. Ich wollte schon sagen, du überlebst kein Leben ob plus 1 Kreuzschere. Von dem Hustle geboosteten Jared. Femicula. Denn das ist der Grund, warum man Clownwärzer darauf spielt. Hustle, die Fähigkeit, falls ihr die letzten beiden Kämpfe nicht gesehen habt oder so, oder die Fähigkeit nicht kennt. Erhöht zwar unseren Schaden um 30%, glaube ich, aber senkt auch unsere Genauigkeit. Deshalb Clownwetzer, um die Genauigkeit wieder auszugleichen. Hier kommt Tangrowth mit guten HP, aber ich fürchte, die Kreuzschere macht da kurzen Prozess. Denn, ja, wie gesagt, Leben Orb, Hustle, Stab, plus 1. Böse, böse Aua. Er wechselt direkt aus. Oh, will er jetzt mein Leben obstollen? Ah, nein, er möchte das Ding auf eine höhere HP-Zahl kriegen. Er möchte volle HP haben, in der Hoffnung, dass er es dann überlebt. Ich habe übrigens nicht gedacht, dass die Kreuzschere das Ding rausnimmt. Aber ich dachte auch, das Ding resistet Kreuzschere, weil es Gestein ist. Aber offensichtlich nicht. Ich und meine Typenschwächen. Ich lerne sie irgendwann. So, noch eine Kreuzschere. Und wenn er voll physisch defensiv ist, wobei ich davon nicht ausgehe, dafür macht er den Gigasauger ein bisschen viel Schaden.
überlebt das vielleicht, aber nein, damit hat Vermicula einen guten Sweep hingelegt. Freut mich, denn ich liebe Vermicula, es ist ein unglaublich geiles Pokémon. Du besiegst Noah. Schönes Match, muss ich wirklich sagen, hat mir sehr, sehr gefallen. Ich war ziemlich unter Pressure eine Zeit lang. Denke aber, dass ich ganz intelligent gespielt habe in dem Moment, in dem ich Adam geopfert habe. Und vor allem Razaf auf, behalten habe, denn Razaf hätte noch sonst den Reverse, nicht den Reverse Sweep, es hätte den Sweep sichern können, sage ich mal, durch den Choice Scarf. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.